20, Herr Mumm. Ich hatte heute Morgen schon gesehen, Sie hatten ja heute wieder Ihren 8:30 Uhr-Call mit Donner und Reuschel. Auf den habe ich heute verzichtet, weil ich mir das alles für heute Nachmittag aufheben wollte oder heute Mittag besser gesagt. Und von daher freuen wir uns auf Ihre Ausführungen und die nächsten, ja, 25, 30 Minuten. Ja, klasse. Vielen Dank, Herr Puttfarken. Schönen guten Tag auch von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Freut mich auch sehr, wieder dabei sein zu können. Ja, es tut sich ja einiges an den Kapitalmärkten und es ist gar nicht so einfach, das in der Kürze der Zeit zusammenzubringen. Aber wir fokussieren uns ja heute auf die Auswirkungen für die Aktienmärkte. Und insofern starten wir auch gleich in medias res. Auch ich teile nochmal meine Präsentation mit Ihnen. Und denke, das müsste jetzt zu sehen sein. Und für alle diejenigen von Ihnen, die natürlich heute Morgen nicht im Call dabei waren, wie Herr Puttfarken, können wir die wichtigsten Aspekte auf jeden Fall nochmal zusammenfassen. Ja, wie sieht's aus mit dem Aufstieg der Weltwirtschaft, den wir ja alle sehnlichst erwarten nach der ja, historisch beispiellosen Krise und Rezession, die wir im letzten Jahr gesehen haben? Aus meiner Sicht gibt es sowohl für die konjunkturelle Entwicklung als auch für die Kapitalmärkte und insbesondere dann natürlich auch für die Aktienmärkte vier wesentliche Faktoren, auf die wir achten sollten in den nächsten Monaten. Und das sind die, die ich hier nochmal dargestellt habe. Ist natürlich oder im Moment noch vor allen Dingen die Corona-Pandemie und daraus resultierend die Entwicklung von möglicherweise weiteren notwendigen Shutdown-Maßnahmen oder aber eben Lockerungen der bestehenden Shutdown-Maßnahmen. Die wirtschaftliche Erholung habe ich eben schon angesprochen. Das ist eins der Kernaspekte, die uns natürlich interessiert, die auch Rückwirkungen auf die Kapitalmärkte haben. Es bleibt dabei, dass wie seit 10, 12 Jahren eigentlich schon natürlich die ultra-expansive Geldpolitik einen wesentlichen Einfluss haben wird. Zusammen, und das ist insofern ja ein neuer Aspekt, den wir seit dem letzten Jahr haben, mit einer ebenfalls sehr, sehr expansiven Fiskalpolitik. Darauf werde ich gleich noch kurz eingehen. Und dann gibt es natürlich noch übergeordnete, langfristig wirkende Entwicklungen, wie zum Beispiel die Megatrends, Digitalisierung, Klimawandel, um hier nur zwei zu nennen, die ebenfalls ihre Auswirkungen auf die Kapitalmärkte, vor allen Dingen auf Aktien natürlich haben werden. Nutzen Sie gerne den Präsentationsmodus in der Präsentation, dann kann Den man die habe Folien ich, besser sehen. ja, den habe ich schon hier bei mir gerade aktiviert. Bei uns ist er leider nicht zu sehen. Ansonsten gehen wir so durch, wenn es nicht anders darstellbar ist gerade, dann ist es auch okay. Ja, ich gehe noch mal ganz kurz raus. Ich mache das noch mal. Vielleicht funktioniert es jetzt. Vielleicht müssen Sie auch Bearbeitung aktivieren klicken. Also ich bin jetzt im Präsentationsmodus bei mir auf dem Rechner zumindest. Vielleicht müssen Sie dann noch einmal die Seite neu teilen. Aber ansonsten gehen wir so durch, wenn es Ja. ist auch kein Problem. Ja, alles gut. Okay, dann muss ich das nur wissen, dass ich anders blättere. Ja, dann würde ich einfach mal so weitermachen. Also die Seite sehen Sie auf jeden Fall, ne? Nicht im Präsentationsmodus, aber man sieht sie. Wir sehen die Seite wunderbar, ja. Danke. Okay, klasse. Ja, dann machen wir so weiter. Was denke ich, gerade die Situation an den Aktienmärkten, die wir zurzeit erleben, kennzeichnet ist, dass wir einfach ein Stück weit eine normale Konsolidierung sehen, von vielleicht ein bisschen positiven Erwartungen, die wir Ende letzten Jahres noch eingepreist hatten. Wir haben ja All-Time-Highs gesehen, nicht nur in den US-Indizes, da waren wir das ganze Thema ja schon gewohnt, sondern kurz vor Toresschluss ja auch noch im DAX. Und da muss man sagen, es gibt eben zurzeit ganz, ganz viele große Entwicklungen mit ganz, ganz vielen bedeutenden Unsicherheitsfaktoren. Und da war es offensichtlich Ende des letzten Jahres so, dass eben ja einfach die bestmöglichen Ausgänge oder die bestmöglichen Entwicklungen in diesen beschriebenen Unsicherheitsfaktoren sozusagen eingepreist wurden. Beispiele sind natürlich fast schon eine Euphorie über den Brexit-Deal, den wir gesehen haben, was ja auch besser ist als gar kein Deal, was aber sich jetzt in den letzten Wochen resultierend auch zeigt, schlechter ist als ein gemeinsamer Binnenmarkt. Es gibt die ein oder andere Verzögerung, der ein oder andere Logistiker hat sich aus dem Großbritannien-Geschäft deswegen ja schon zurückgezogen. Und natürlich haben wir auch eine baldige Besserung im Sinne der Corona-Pandemie und einen baldigen wirtschaftlichen Aufschwung eingepreist Ende letzten Jahres. Ja, und die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass das vielleicht ein bisschen verfrüht war, wenngleich diese Grundkonstellation natürlich weiterhin bestehen bleibt. Und so viel kann ich vorwegnehmen, grundsätzlich die Perspektiven für die Aktienmärkte in meinen Augen auch weiterhin positiv sind. Aber lassen Sie uns die eben dargestellten Aspekte einfach mal Stück für Stück durchgehen. Wenn wir die Corona-Pandemie zunächst einmal betrachten, dann
haben wir hier oder habe ich mir hier ganz am Anfang der Pandemie einmal so die ganze Krise im Grunde genommen in vier unterschiedliche Phasen aufgeteilt. Und Sie sehen, dass wir nach dem Zusammenbruch im Frühjahr, den Zusammenbruch der Wirtschaft und der Märkte nach der Stabilisierung, insbesondere begleitet von Geld- und fiskalpolitischen Hilfspaketen im zweiten Quartal, die sich dann in der Realwirtschaft im dritten Quartal manifestiert hat, seitdem in der Phase 3 stecken. Das ist das aktive Krisenmanagement, also der Ausgleich zwischen einer Lockerung der Shutdowns und der Vermeidung einer zweiten Infektionswelle. Und in dieser Phase hängen wir mittlerweile schon seit Monaten fest. Und man kann eigentlich sagen, dass die USA und Europa, das sehen Sie oben so angedeutet auf dem Zeitstrahl, aus dieser Phase auch nicht so richtig rauskommen. Wir erleben ja alle in Europa die zweite große Infektionswelle, in den USA sogar mittlerweile die dritte große Infektionswelle. Es gibt zwar jetzt am aktuellen Rand die ein oder andere positive Entwicklung, die hoffen lässt, dass die Infektionsdynamik vielleicht nachlässt, in den USA vor allen Dingen aber auch in Großbritannien, teilweise in Spanien, gehen die Neuinfektionszahlen leicht zurück, sind immer noch auf hohen Niveaus, aber gehen leicht zurück. In Deutschland ja zuletzt auch, was ein bisschen Hoffnung geschöpft hat. Einzig in Frankreich gehen die Zahlen im Moment noch hoch, was auch in Frankreich die Regierung dazu veranlassen könnte, ja kurzfristig nochmal Shutdown-Maßnahmen zu verlängern oder auch zu verschärfen. Das heißt also, wir stecken noch mittendrin in dieser Corona-Krise und eben in dieser Phase 3, die ich mit aktivem Krisenmanagement beschrieben habe. Die USA sind ein bisschen weiter vorn, weil es einfach wirtschaftlich noch dynamischer läuft. Das werden wir gleich noch sehen. Ganz entscheidend, und zwar für die globale wirtschaftliche Entwicklung, ist China zurzeit. Und ich habe China hier ganz viel weiter rechts eingeordnet. Man kann sogar sagen, China ist vielleicht dieser Phase 4 der wirtschaftlichen Erholung schon entsprungen, weil in China alle volkswirtschaftlichen Indikatoren anzeigen, dass nicht nur das Vorkrisenniveau erreicht wurde, sondern mittlerweile deutlich überschritten wurde. Und China hat vor kurzem ja gerade verkündet, im letzten Jahr ein BIP-Wachstum, positiv, muss man in diesen Zeiten sagen, in Höhe von 2,3% zu verzeichnen und hat in, ja, wenn wir Industrieproduktion anschauen, Einzelhandelsumsätze, Anlageinvestitionen, liegt die Entwicklung eben deutlich über Vorkrisenniveaus und das zieht die gesamte Weltwirtschaft, zumindest die exportorientierte Weltwirtschaft, mit nach oben, sorgt dafür, dass Transportkapazitäten mittlerweile voll ausgelastet sind wieder, weil eben die Exportwirtschaft in Richtung China brummt zurzeit. Und insofern ist das für China, sage ich mal, eine positive Entwicklung insgesamt, aber auch eine ganz, ganz große Stütze für die Weltwirtschaft. Und man kann an dieser Stelle schon mal sagen, eins der wichtigsten Faktoren kurzfristig betrachtet wäre, für die Stabilität der Konjunktur, wäre, dass es China weiterhin gelingt, größere neue Infektionswellen zu vermeiden. Es gab ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal die ein oder andere Nachricht, dass es kleinere Infektionsherde gibt, aber es wurde in gewohnt rigoroser Manier, wie wir das aus China kennen, dann eben auch Einhalt geboten. Gleich wurden Millionen Städte abgeschottet. Und bisher war man in der Lage, dadurch größere Ausbruchsherde sozusagen zu vermeiden. Die ganz, ganz große Frage ist jetzt kurzfristig, genau im Moment werden die Neujahrsfeste gefeiert in China, was ja immer mit einer größeren Reisetätigkeit verbunden ist. Und wie gesagt, wir können im Sinne der gesamten globalen Wirtschaft nur hoffen, dass trotzdem hier die Infektionsdynamik flach bleibt in China und eben die wirtschaftliche Dynamik deswegen hoch. Ja, zur Corona-Pandemie. Wir fokussieren uns natürlich im Moment auf, vor allen Dingen in Europa, auf das Thema der Impfkampagnen. Es gibt überwiegend ernüchternde Nachrichten in den letzten Wochen. Die brauche ich hier gar nicht alle zu wiederholen. In meinen Augen ist das aber nach wie vor natürlich die Hoffnung für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Ich denke, die Verzögerungen, die wir zurzeit sehen, die haben rein wirtschaftlich betrachtet bisher nur eine sehr, sehr begrenzte Auswirkung. Natürlich werden sie dazu führen, dass vielleicht Shutdown-Maßnahmen noch verlängert werden müssen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch verschärft werden müssen. Insgesamt ist die Situation aber nach wie vor so, dass sie eben vor allen Dingen die Dienstleistungssektoren betrifft, einige Dienstleistungssektoren betrifft. Wir wissen das, sozialen Konsum, Reisen, Veranstaltungen, Restaurants beispielsweise, also direkte Dienstleistungen am Menschen. Das ist für diese Branchen dramatisch und das wird dazu führen, dass die Anzahl der Insolvenzen in diesen Branchen noch weiter steigt. Es ist aber insgesamt für die gesamte Wirtschaft noch verkraftbar, vor allen Dingen deswegen, weil dieser Shutdown sich dadurch unterscheidet, dass eben die Industrie weiter produzieren kann. Das werde ich gleich nochmal zeigen,
Grenzen sind offen, Lieferverkehr funktioniert, die Exportnachfrage aus China ist da. Und deswegen sind diese Auswirkungen bisher verkraftbar. Die Impfkampagnen, und das ist sozusagen die Mindestanforderung aus meiner Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht, wäre, dass die Impfkampagnen so weit fortschreiten im Laufe des Jahres, dass wir im Herbst diesen Jahres eine ähnliche Situation vermeiden können, wie wir sie im Herbst letzten Jahres hatten. Dass dann nämlich die großen Rückschläge kommen, weil neue Shutdown-Maßnahmen implementiert werden müssten. Und da bin ich noch ganz guter Dinge, dass wir diesen Status tatsächlich im Laufe des Jahres auch erreichen können. Ja, wie sieht es weltwirtschaftlich aus mit den Perspektiven? In dieser Woche wurde gerade das Update des World Economic Outlook vom Internationalen Währungsfonds veröffentlicht. Und da kann man sehen, anhand der Projektionen hier 2021, die Perspektiven sind weiterhin gut und positiv. Weltwirtschaftlich wird ein Wachstum in Höhe von 5,5% erwartet. Das ist etwa 2 bis 2,5% mehr als im Durchschnitt der letzten Jahre. Die USA werden dynamisch wachsen. China wird trotz positiven Wachstums im letzten Jahr auch ein überproportional hohes Wachstum zu verzeichnen haben, etwa 8%. Das heißt, wir werden definitiv ein dynamisches Wachstum sehen. Ganz interessant sind die Adjustierungen, das ist diese Spalte hier, die die Experten vom IWF vorgenommen haben, im Vergleich zu ihrer Projektion aus Oktober. Und da kann man sehen, dass wir rote Zahlen haben, vor allen Dingen in der Eurozone und für Deutschland. Also das heißt, hier machen sich eben die Shutdown-Maßnahmen mittlerweile auch schon negativ bemerkbar. Die Projektionen müssen runtergenommen werden. In Klammern, sie werden auch runtergenommen, weil der wirtschaftliche Einbruch im letzten Jahr nicht ganz so dramatisch war wie erwartet. Deutschland hat -5% Wirtschaftswachstum zu verzeichnen in 2020. In 2009 hatten wir -5,7. Also das ist heftig, aber es ist nicht ganz so dramatisch wie im Laufe des letzten Jahres gedacht. Nichtsdestotrotz, die Dynamik muss hier zurückrevidiert werden und in den USA beispielsweise oder auch in Indien ist ein ganz anderes Bild. Da ist die Dynamik, die wirtschaftliche Dynamik eben umgebrochen und konnte sogar vom IWF kürzlich weiter nach oben revidiert werden. Ja, auch die Chefvolkswirtin des IWF verweist, wie wir es von Jerome Powell und Christine Lagarde auch schon in Regelmäßigkeit kennen, auf die bestehenden, weiter bestehenden sehr hohen Risiken, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Natürlich vor allen Dingen aus der Corona-Pandemie herauskommt, aber auch auf deutliche Divergenzen in der wirtschaftlichen Entwicklung der verschiedenen Volkswirtschaften. Und das ist in meinen Augen wirklich ganz interessant und das hat natürlich auch Implikationen für die Aktienmärkte. Und das kann man noch ein bisschen genauer erkennen. Ich hoffe, Sie können sie jetzt auch wirklich erkennen. Anhand dieser beiden Grafiken, die auch aus dem World Economic Outlook des IWF stammen. Und wenn wir zunächst einmal auf der linken Seite schauen, dann sehen Sie hier dargestellt, in Rot die wirtschaftlichen Projektionen des IWF für China. Und zwar die gestrichelte rote Linie. Das war der eigentlich projizierte Wachstumspfad ohne die Corona-Krise oder vor der Corona-Krise. Sie sehen dann tatsächlich, hat die Corona-Krise in China im ersten Quartal zu einem heftigen Einbruch geführt und dann zu einer deutlichen Erholung. Und mittlerweile liegen wir über Vorkrisenniveau und das ist das ganz Entscheidende, China hat den alten Wachstumspfad zurückerobert, also ist sozusagen auf der gestrichelten Linie angekommen. Im Unterschied dazu, die entwickelten Industrienationen, das ist die blaue Linie, heftiger Einbruch, etwas später als China, deutliches Zurückkommen im dritten Quartal, aber seitdem eine sehr, sehr viel flachere Wachstumskurve, die Shutdowns machen sich bemerkbar, und vor allen Dingen immer noch ein Gap zur eigentlichen Projektion, zur gestrichelten blauen Linie. Und da wiederum ein ähnliches Bild in den Emerging Markets, in den Schwellenländern, gelbe Linie, heftiger Einbruch, deutliches Zurückkommen, flacherer Wachstumspfad jetzt. Und Sie sehen das, ein noch größeres Gap im Vergleich zum ursprünglichen Wachstumspfad. Und das kann man tatsächlich in anderen Zahlen auch nochmal ausgedrückt oder anders grafisch ausgedrückt in den Balken auf der rechten Seite erkennen, dass es aggregiert sozusagen in BIP-Prozenten dargestellt, der Wohlfahrtsverlust, der eingetreten ist durch die Corona-Krise. Und Sie sehen, der ist hier in China relativ gering, in den Industrienationen auch noch relativ gering. Das ist hier der blaue Balken. Insgesamt in den Schwellenländern größer. Und wenn wir einzelne Regionen nehmen, das ist Emerging Asia ex China, Lateinamerika beispielsweise, sehen Sie, dass gerade die Schwellenländer extrem heftig und auch nachwirkend, also strukturell, negativ getroffen wurden von dieser Corona-Krise. Und das ist natürlich eine Entwicklung,
die schon zu denken gibt. Auf der einen Seite hat China es dadurch geschafft, die Wachstumsdifferenz zu den Industrienationen, das ist ja die Richtung, in die China strebt, deutlich zu verkleinern. Das führt auch dazu, in meinen Augen, dass Handelskonflikte weiterhin eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, dass China und die USA sich weiterhin handelstechnisch oder wirtschaftlich in Anführungsstrichen bekriegen werden, schürt aber natürlich die Hoffnung, dass die neue US-Administration unter Joe Biden vielleicht versucht, mit den Europäern eher einen Schulterschluss zu suchen und gemeinsam sich eben gegenüber dieser aufstrebenden Wirtschaftsmacht China zu positionieren. Und es zeigt auf der anderen Seite auch, dass es, glaube ich, im Interesse aller ist, der ganzen Welt, insbesondere darauf zu achten, dass die Schwellenländer, die ärmeren Schwellenländer dieser Welt nicht zu weit abrücken vom eigentlich angedachten Wachstumskurs. Also erhebliche, wirklich auch langfristige Auswirkungen der Corona-Krise. Die gute Seite ist, dass wir eben, oder die Dynamik in China bringt es mit sich, dass der Welthandel mittlerweile Vorkrisenniveaus wieder erreicht hat. Das sehen Sie hier. Der Welthandel ist eben auch von den neuen Shutdown-Maßnahmen nicht von einem zweiten Einbruch betroffen. Was man aber sehen kann, sind auch hier strukturelle Veränderungen, denn der Welthandel wächst schon seit, so 2017, 2018 nicht mehr. Die Linie geht eher seitwärts. Und das sind hier natürlich strukturelle Entwicklungen wie eine stärkere Bedeutung von Dienstleistungssektoren im internationalen Handel, eine Dematerialisierung des Handels und vor allen Dingen natürlich Handelskonflikte, die hier zu Veränderungen führen. Aber kurzfristig betrachtet, das Gute ist, der Handel ist zurück. Und das macht sich auch insbesondere in Deutschland bemerkbar. Ich hatte das Thema schon kurz angesprochen. Wenn wir den IFO-Geschäftsklima-Index anschauen, dann sehen wir eine sehr, sehr deutliche Dynamik im verarbeitenden Gewerbe und also in der Industrie. Und das ist hier die schwarze Linie. Und Sie sehen, dass wir hier die Unternehmensstimmung im verarbeitenden Gewerbe in der Industrie, da haben wir mittlerweile Niveaus erreicht, die hatten wir seit Ende 2018 nicht mehr. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Industrie, die Exportindustrie ist natürlich ganz, ganz wichtig für die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland. Und da kann man sehen, Unternehmensstimmung auf 2-Jahres-Hoch. Wir kommen nämlich schon aus einer ganz, ganz langen Industrierezession in Deutschland. Das war bedingt durch strukturelle Probleme in der Automobilindustrie und natürlich durch Handelskonflikte. Und durch diese exorbitant gute wirtschaftliche Dynamik aus China heraus haben wir hier ein ganz anderes Bild. Und anders als im Dienstleistungssektor, das ist die hellblaue Linie, haben eben auch die aktuellen Shutdown-Maßnahmen nicht dazu geführt, dass hier die Stimmung nochmal deutlich abgebrochen. Und ich habe es ja eben gesagt, kurzfristig betrachtet gibt es in meinen Augen 2 ganz, ganz wichtige Implikationen, die aus der Corona-Krise herauskommen, die beachtet werden müssen. Das ist zum einen, wir müssen alle hoffen, in China bleibt es dynamisch und keine neuen Shutdown-Maßnahmen, die länderweit implementiert werden müssen. Das ist das eine. Und das andere ist, in Deutschland und in Europa ist es zu hoffen zurzeit, dass die Grenzen offen bleiben und dass die Lieferketten nicht wieder unterbrochen werden. Und dass die Fabrikhallen aufbleiben, weil das sichert dann zumindest eben in der Industrie weiterhin eine sehr, sehr hohe Dynamik. Und unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist, wie gesagt, die Maßgabe die, dass man in meinen Augen alles dafür tun sollte, um ein Schließen der Fabriken, um einen neuen Rückschlag in der Industrie zu vermeiden. Ja, ganz kurzer Blick auf die USA. Eine relativ dramatische Entwicklung in Sachen Corona-Pandemie, aber anders als in Europa, keine so heftigen wirtschaftlichen neuen Rückschläge. Das 4. Quartal in den USA war auch positiv. In Deutschland war es um die Nulllinie herum, in der Eurozone negativ. In der Eurozone wird auch das 1. Quartal negativ sein vom Wachstum her. In den USA haben wir eine ganz andere Dynamik. Nicht nur die Industrie brummt, profitiert auch von China, sondern auch die Dienstleistungssektoren sind weiter auf hohem Niveau. Aber, kleines Aber, Sie sehen, die wirtschaftliche Erholung oder die Erholung des Arbeitsmarktes, die stockte zuletzt. Die Arbeitslosenquote, das ist die blaue Linie, ist deutlich zurückgekommen, verharrt aber jetzt hier so bei 6,7% in etwa. Und die neu geschaffenen Stellen, das kann man nur schemenhaft erkennen, waren zuletzt sogar auch negativ. Also Jobs sind wieder verloren gegangen. Und das ist natürlich für die USA, die sehr, sehr stark vom privaten Konsum abhängig sind, schon eine Bedrohung kurzfristig. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Joe Biden es tatsächlich schafft, kurzfristig das neue Konjunkturpaket, sei es jetzt 1,9 Billionen Euro oder sei es 1,3 Billionen Euro, aber das sollte wirklich im Sinne der amerikanischen Volkswirtschaft schnell auf den Weg gebracht werden, damit eben vor allen Dingen über direkte Geldtransfers an Konsumenten der private Konsum wieder
wieder eine Unterstützung erhält und damit hier die Regeneration der amerikanischen Wirtschaft auch am Arbeitsmarkt weiter fortschreiten kann. Ja, lassen Sie mich ganz kurz noch auf das Thema Geld und Fiskalpolitik eingehen. Ich glaube, was in Sachen Geldpolitik gerade passiert, das haben wir alle ganz genau im Blick, das brauche ich nicht zu wiederholen. Aber vielleicht nur eine Wirkung, um dann auch auf die Aktienmärkte zu kommen. Ich habe Ihnen hier mal gegenübergestellt das Wachstum der Geldmenge M1. Das sind also Bargelder, Kontoliquidität, das engste Geldmengenaggregat in den USA. Und Sie sehen immer, wenn Krise ist, wenn die Geldpolitik expansiv agiert, wie hier 2009, dann geht das Geldmengenwachstum nach oben, auch 2011. Und das, was wir zurzeit erleben, das ist wirklich eine Situation, in der wir noch nie waren. Sie sehen, das Geldmengenwachstum erreicht hier so Werte von über 70%. Das sind also historisch beispiellose Entwicklungen. Und das führt natürlich dazu, dass ein Großteil dieser zur Verfügung gestellten Liquidität auch an die Kapitalmärkte fließt und nicht nur die Zinsen unten hält oder die Zinsen senkt, sondern vor allen Dingen auch natürlich die Preise von realen Assets nach oben treibt. Und was man hier sehen kann, ist, dass immer wenn wir so einen Peak hatten in der Geldmengenausweitung in 2009 oder in 2011, dann hat das dazu geführt, dass strukturell wirklich die Aktienmärkte einen längerfristigen Anschub bekommen haben. Das ist in meinen Augen grundsätzlich auch in diesem Jahr zu erwarten oder mit Blick auf die nächsten Monate. Das unterstützt definitiv die Aktienmärkte weiter, wenngleich sicherlich ein Großteil der positiven Erwartungen im letzten Jahr schon eingepreist wurde. Darum sind wir generell für die Aktienmärkte weiterhin positiv, glauben aber nicht, dass wir noch großartige zweistellige Wachstumsraten in diesem Jahr erleben werden. Dann, um ganz aktuell auch mal zu sein, das hat den ganz großen Vorteil, wenn man die Präsentation morgens noch aktualisieren kann und dann via Bildschirmteilung nutzt. Wir haben gestern eine Inflationsrate gehört aus Januar in Deutschland, die lag bei 1,0%. Und das ist schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle gewesen, denn wir waren Ende letzten Jahres im Dezember bei -0,3. Ein deutlicher Anstieg der Inflation war erwartet worden. Die Mehrwertsteuer ist ja wieder auf 19% angehoben worden. Die CO2-Steuer ist gekommen. Aber das war dann doch über den sowieso schon hohen Erwartungen. Ausschlaggebend dafür waren unter anderem steigende Nahrungsmittelpreise. Das ist ja eine sehr zyklische und saisonale Komponente. Aber eins ist klar, wir werden ab März und April und auch im Mai diesen Jahres nochmal einen deutlichen inflationären Schub sehen. Und der resultiert aus der Energiepreiskomponente. Weil im März und im April letzten Jahres die Rohölpreise ja zusammengebrochen sind auf Werte um $25 bei Brent. Und wir das jetzt eben vergleichen mit Werten um die 50, $55 im März und April, wird das eben nochmal zu einem deutlichen Anschub der Inflation führen. Und das führt dazu, dass in meinen Augen wir Vorkrisenniveaus von 1,5 und wahrscheinlich sogar 2% relativ schnell wieder erreichen können im Frühjahr diesen Jahres. Und damit wird insbesondere die nächste EZB-Sitzung am 11. März ganz, ganz spannend werden, glaube ich, weil Frau Lagarde sich natürlich zu diesem Punkt dann ganz genau positionieren muss und äußern muss. Das sind zunächst einmal vorübergehende Faktoren, aber die entscheidende Frage ist, reagieren die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer darauf? Und das ist hier beispielhaft mal dargestellt für die USA. Sie sehen seit 2012 sinkende Inflationserwartungen. Seit der Krise, seit dem Tiefpunkt der Krise steigende Inflationserwartungen. Und die Kernfrage ist eben, gelingt es hier sozusagen den jahrelangen Abwärtstrend zu vermeiden und werden Inflationserwartungen strukturell nach oben korrigiert? Und das hätte natürlich zur Folge, dass sie in Preisbindung oder Preisfeststellungen für Unternehmen einfließen, dass sie in Lohnverhandlungen einfließen und dann wirklich mal diese Phase fallender Inflation strukturell nach oben gedreht werden könnte. Also eine ganz spannende Phase und ich glaube, dass die Inflation eins der wesentlichen Einflussfaktoren in den nächsten Monaten sein wird und da an den Märkten noch ganz, ganz viel darüber diskutiert wird. Zu guter Letzt noch ganz kurz das Thema, was ich angesprochen hatte, Megatrends. Megatrends bewegen die Indizes, vor allen Dingen in den USA im letzten Jahr. Und wenn wir hier mal schauen, die größten Titel, die schwersten Gewichte im S&P 500, mit den jeweiligen Jahresperformances, wenn wir das gewichten und von der Performance des S&P 500 abziehen, dann landen wir ungefähr bei 3-3,5% Performance. Also diese Technologieunternehmen, die von dem Digitalisierungstrend profitieren, die haben natürlich teilweise eine Sonderkonjunktur erlebt im letzten Jahr. Die werden ein Stück weit ihre Gewinnerwartungen normalisieren müssen, wenn die Corona-Krise tatsächlich, wie die Hoffnung nach wie vor ist, im Laufe des Jahres
an Bedeutung verliert. Aber die werden natürlich weiterhin von dem Megatrend Digitalisierung profitieren. Und insofern, wenn wir das jetzt auf die Aktienmärkte mal projizieren und zusammenfassen, was wir vorhin gehört haben, dann sind wir, wie gesagt, weiterhin positiv für die Aktienmärkte. Ich glaube, diese aktuelle Konsolidierungsphase, die wir im Moment sehen, die wird noch ein bisschen länger anhalten, vor allen Dingen wegen der Corona-Unsicherheiten. Aber es bestehen gute Chancen, dass wir eben doch den erwarteten deutlichen konjunkturellen Aufschwungpfad betreten werden. Damit haben Zykliker, klassische zyklische Branchen und damit auch vor allen Dingen europäische und deutsche Aktien in meinen Augen eher ein größeres Aufholpotenzial als die US-amerikanischen Indizes, die letztes Jahr exorbitant gut gelaufen sind. Insgesamt wird man aber in meinen Augen jetzt keinen jahrelangen Trendwechsel sehen von Growth in Richtung Value. Das wird eine Aufholbewegung sein der Zykliker, aber eben auch die Technologieunternehmen werden in meinen Augen in den nächsten Monaten und auch Jahren vor dem Hintergrund der Megatrends weiterhin sehr, sehr gut in der Lage sein, ihre Unternehmensgewinne nach oben zu schleusen und haben damit auch gute Perspektiven für weitere Kurssteigerungen. Ja, ich glaube, die anderen Aspekte, die hatte ich alle weitgehend angesprochen. Das ist von der Systematik her so, dass wir ganz, ganz viele Punkte haben, die für die Aktienmärkte sprechen, vor allen Dingen die expansiven Geld- und Fiskalpolitiken. China hatte ich genannt, aufgestauter Konsum, der sicherlich im Laufe des Jahres zum Tragen kommt und dann auch die Unternehmensgewinne nach vorne bringt. Geplante Investitionen von staatlicher Seite, vor allen Dingen in der US-Politik. Aber es gibt eben auch einige Minuszeichen, das sind die hier unten. Wir sind eben schon teilweise bei doch ambitionierten Bewertungsniveaus angekommen. Es gibt Engpässe zurzeit, weil die Industrie tatsächlich so brummt bei Zulieferern und Logistikern. Und neben ja, kurzfristigen Risiken wie Corona vor allen Dingen ist mittelfristig das größte Risiko, dass die Inflation Niveaus vielleicht perspektivisch in 2-3 Jahren übersteigt, die Notenbanken noch tolerieren können und wir dann über notwendige Zinserhöhungen sprechen. Und was Zinserhöhungen bedeuten, glaube ich, brauche ich in dieser Runde nicht zu erklären. Das wäre sicherlich, also deutliche Zinserhöhungen, das wäre sicherlich nochmal eine extrem große Herausforderung für alle Anlageklassen, nicht nur für die Aktienseite. So viel von meiner Seite, leicht überzogen. Ich gebe zurück an Herrn Puttfagen in die Regie. Herzlichen Dank, Herr Mumm. Ja, bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Ganz ja, toll. Vielen Dank. Und genauso, wie ich mir das vorgestellt habe heute zum Abschluss. Thomas, du hattest eine Frage. Ich habe eine Frage, genau, die bezieht sich auf das Thema Zinserhöhung. Glauben Sie wirklich, dass wir in Europa, Eurozone, respektive USA signifikante Zinserhöhungen nochmal erleben werden in den nächsten Jahren, trotz Inflation? Also Basisannahme ist erstmal nein, wenn alles in einem einigermaßen verkraftbaren Rahmen bleibt. Und ganz klar ist natürlich auch, dass sicherlich die Zielsetzung ein Stück weit ist, ein extrem niedriges Zinsniveau beizubehalten und Inflationsraten, die über dem Zinsniveau liegen, um diese finanzielle Repression eben über diesen Weg die Schuldner zu entlasten, also die Staaten vor allen Dingen, die ja unter explodierenden Staatsschulden leiden. Also ich sage mal Basisszenario nein. Basisszenario ist niedrigste Zinsen und eine Inflationsrate, die darüber liegt. Und wenn die Inflation in Europa bei 2-3% liegt oder vielleicht auch bei 3,5, dann ist das im Sinne aller Beteiligten, außer derjenigen, die Geld auf dem Sparkonto haben. Aber es besteht in meinen Augen durchaus die Gefahr, dass die Inflationsraten doch nochmal überschießen, wenn eben die Inflationserwartungen deutlich nach oben angepasst werden. Und wir sehen in der Realwirtschaft jetzt schon Preisdruck, vor allen Dingen eben in der Industrie, bei Zulieferern und Logistikern. Und das kann sich eben tatsächlich in eine aufwärtsgerichtete Inflationsspirale dann entwickeln. Und dann wären in meinen Augen die Notenbanken vielleicht schon in 2-3 Jahren mal vor die Situation gestellt, wo sie sich entscheiden müssen. Entweder wir lassen die Inflation wirklich noch weiter laufen und landen bei Niveaus von 5-7%, die vielleicht irgendwann auch mal negativ für die Realwirtschaft wären, oder sie müssten Zinsen erhöhen. Also ich glaube, wie gesagt, Basisannahme gehe ich mit Ihnen, aber ich glaube, diese Möglichkeit, die wird vielleicht im Frühjahr diesen Jahres schon mal intensiv diskutiert werden an den Märkten. Da bin ich ganz gespannt. Okay, vielen Dank. Großartig. Ich hätte auch noch eine Frage. Wir haben in dieser Woche häufig über die Kriterien der Bewertung gesprochen. Sie hatten es auch gerade angedeutet, wir haben hohe Bewertungen. Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Wir hatten die Woche über immer das Thema KBV, KGV, sehr hoch bewertet, gerade in Europa und auch in den USA zum Teil. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass die Bewertungskriterien angepasst werden müssten? Oder sagen Sie, nö, das kann ruhig alles so weiterlaufen?
Naja, da gibt es ja durchaus auch Streit in Anführungsstrichen unter den Beobachtern. Die einen sagen, ja, das ist, wenn ich das im historischen Vergleich betrachte, ist es teuer, ganz klar. Die anderen sagen, ja, aber das Zinsniveau ist eben da, wo es ist. Und wenn ich Dividenden abdiskontiere mit einem Zins von nahe Null, dann bin ich bei einem unendlichen Preis. Insofern passt das. Also ich glaube nicht unbedingt, dass wir hier andere Parameter brauchen, aber ich glaube, man muss sich natürlich ganz, ganz bewusst darüber sein, welchen Einfluss haben die aktuellen Marktkonstellationen. Und man muss einfach wissen, dass alles am Zins hängt. Und das ist ja der Punkt, den wir eben schon hatten. Wenn wir eben die Abzinsung nicht mehr mit einem Nullzins vornehmen, sondern hier einfach mal 1% draufpacken oder 1,5%, dann hat das schon ganz, ganz massive Auswirkungen. Also es steht und fällt tatsächlich in meinen Augen mit der Zinsentwicklung. Solange die Zinsen bei Null sind und wie gesagt, Basisannahme ist, es bleibt auch erstmal so, kann man höhere Bewertungen rechtfertigen. Man muss das halt wissen. Und man muss, glaube ich, sich um das Risiko bewusst sein, dass die Zinsen vielleicht doch irgendwann mal überraschenderweise ein bisschen stärker steigen. Auch, und das ist dann die letzte Antwort auch noch auf die Frage von Herrn Abel, wenn ich mir sicher bin, die Notenbanken werden erstmal Zinsanstiege irgendwo deckeln. Ich weiß nicht genau wo, ob das bei einer Bundesanleihe bei 0,5 oder bei 1 sein wird. Aber natürlich werden die Notenbanken im Zweifel, wenn es zu stark nach oben geht, erstmal sagen, wir kaufen einfach mehr und so die Zinsniveaus weiter unten halten. Also ich glaube, man muss einfach wissen, wie die Konstellationen sind und das entsprechend einwerten. Super, vielen Dank, Herr Mumm. Vielen Dank für den Vortrag, ganz, ganz toll. Und wir freuen uns, Sie dann bald physisch in der Republik zu sehen, wo wir ja einiges geplant haben für dieses Jahr. Haben Sie ein schönes Wochenende und vielen Dank noch einmal. Ich freue mich auch, vielen Dank und Ihnen auch ein schönes Wochenende. Schönen Dank. Ja, Thomas, zurück nach Berlin ins Hauptstadtstudio. Ja, das Hauptstadtstudio hat die abschließenden Worte. Vielen Dank fürs Durchhalten. 12.36 Uhr, 5 Tage Fondsweg sind vergangen. Es hat uns gefreut, Sie durch die Woche zu führen, auch wenn Sie vielleicht jetzt nicht jeden Tag dabei waren, aber hat wirklich Spaß gemacht. Und noch mehr Spaß macht es natürlich, wenn wir uns dann alle irgendwann die Hand schütteln. Bei Veranstaltungen klang ja gerade schon an. Da freuen wir uns drauf. Nutzen Sie noch die Zeit, wenn Sie die haben, auf der Messeplattform sich das eine oder andere anzuschauen. Ansonsten den Nachmittag entsprechend zu gestalten und ins Wochenende zu gehen. Wir hören uns, wir lesen uns und freuen uns darauf, dass vielleicht irgendwann mal wieder Normalität herrscht. Alles Gute, auf Wiedersehen.